Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Woche. Ich war gerade schon dabei, oder ich habe gerade mein Video für Mittwoch gefilmt. Hoffentlich habt ihr es alle gesehen. Du liest sehr viele verschiedene Bücher diesmal dabei. Finde ich ganz nett. Und jetzt dachte ich mir, mache ich einfach den Hallo-Clip schon mal. Es ist heute mal direkt Montag. Wer weiß, wie viel ich diese Woche filme. Es ist die letzte Woche, die wir wirklich richtig aktiv an unserer Bachelorarbeit arbeiten. Weil nächste Woche wird mehr so Layout gemacht und Druck. Und ich kann das irgendwie nicht glauben. Ich finde es absolut krass. Ja, freue mich richtig. Und dann mal sehen, was passiert. Jetzt mache ich mir erstmal was zu Mittag. Und dann setze ich mich zurück und in den zweiten Zoom-Call für heute. Sonne. Ich habe heute nichts von dem schönen Wetter mitbekommen. Ist okay. Montags ist immer, also ich kann nicht für immer sprechen, aber heute war ein guter Montag, muss ich sagen. Es hat nicht alles dran gemacht, was ich gemacht habe. Und vor allen Dingen heute Nachmittag habe ich Steuer gemacht mit Luca. Die habe ich mir jetzt als Hilfe dazu genommen, weil alleine öfter mal Fehler passieren. Und ich habe tatsächlich bemerkt, okay, da war ein Zahlendreher. Und jetzt stimmt alles. Und es hat so Spaß gemacht. Wir haben so ewig gesessen, aber es hat irgendwie, es ist wirklich stupide von, also Übertragungsarbeit, aber es hat voll gemacht. Und ich habe das immer alleine gemacht, weil ich dachte, komm, machst du das jetzt, ist halt deine Aufgabe. Mutest du den anderen nicht zu, aber es ist viel besser, sowas, bei sowas sich Hilfe zu holen, gerade bei so Sachen, die nicht Spaß machen, wie Steuer. Ja, und jetzt sind wir on top of the game. Und ich kann das weiter schicken ans Finanzamt. Top. Jetzt lege ich mich hin und lese. Ich hatte mir letzten, wann war das, Freitag? Da hatte ich schon nicht mehr gefloggt, aber wenn ihr mein Video am Mittwoch geguckt habt, habt ihr es gesehen. Hatte mir dieses Buch geholt, Liebe Neapel, ist eine Liebesgeschichte, die in Neapel spielt. Ja, als Austausch für meinen Italien-Urlaub dieses Jahr, den wir geplant hatten, der höchstwahrscheinlich nicht stattfindet, aber mal gucken. Man kann ja wieder reisen, aber man sollte es mit Vorsicht tun. Ich habe auf jeden Fall noch nichts geplant. Ja, und jetzt gucke ich nicht mehr in den Bildschirm oder in Kameras, sondern lese. Ich habe mir mal wieder Kekse gemacht, aber sie sind irgendwie nicht so breit geworden. Ich glaube, ich habe zu wenig Milch genommen. Aber ja. Irgendwie kann ich diese Woche nicht so richtig gut guten Morgen sagen. Random Fact. Brauchst du mal wieder ein bisschen eine kleine Gießung? Ich bin froh, dass ich die wieder aufpäppeln konnte, aber hier fallen doch immer noch mal Sachen ab. Ich muss jetzt gleich in den Call. Der Zoom-Raum muss noch geöffnet werden. Ich habe gerade die Lehrevaluation gemacht. Das, ich weiß nicht, ob es das in anderen Unis auch gibt, aber wahrscheinlich schon. Wo man halt schreiben muss, wie man das Seminar fand und so. Und dieses Semester haben die ja auch die, so den Online-Aspekt ausgewertet. Und mir ist so aufgefallen, okay, das, da gab es schon noch einige Probleme und man konnte immer so anklicken, ist das ein besonders gutes Beispiel? Und ich immer so, nein, nein, nein. Ja, ich schätze, die DozentInnen müssen da selber noch gucken, wie sie das am besten hinbekommen. Ich meine, wenn du jahrelang, jahrzehntelang immer nur Vorlesungen gegeben hast und halt da warst als Person und auf einmal nicht mehr sprechen kannst, sondern alles über Schriftverkehr machst, das ist dann schon was anderes. Gerade habe ich mit dem Monteur gesprochen, der meine also Markisen anbringt. Ich hoffe, es kostet kein Geld. Es wird jetzt langsam aber auch mal Zeit. Die liegen hier schon eine Woche. Es ist daran gescheitert, dass ich keinen Schraubenzieher habe, oder wie man das nennt. Ja, Schraubenzieher. Schraubendreher, Schraubendings. Und das ist ein bisschen dumm. Jetzt bringt der, glaube ich, aber nochmal seinen Kasten da mit. Und dann machen wir das. Was geht los? Da bin ich im Zoom. Bis später. Oh, das macht mich so glücklich. Ich habe am Wochenende meinen Schreibtisch aufgeräumt. Guck mal, wie schön ordentlich das jetzt ist. Diese Sachen kommen ja dann noch alle weg und dann ist hier wirklich nichts drauf, außer mein Laptop. Ich lieb's. Ich wollte ein kleines Outfit of the Day im Sitzen machen. Aber es macht sich nicht so gut. Ich finde, ich sehe ein bisschen so aus wie Daria Daria. Die rennt gefühlt zurzeit nur in diesen Farben rum. Ich muss jetzt auch gleich wieder ran an die Buletten. Die Skype-Matte. Ich habe gerade mein Video geschnitten für Mittwoch.
immer meine Hose und das ist ein das Top von meinem ersten Freund. Das hat er mir damals gegeben und hier hinten ist auch so einiges Tralala rum los. Aber das ist nice, weil die Arme und die Achseln sind frei und das, Leute, ist, worauf es bei mir ankommt. So, jetzt mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Guten Morgen, Peoples of the Internet. Ich sitze schon am Schreibtisch, ich stehe nochmal auf für euch für besseres Licht. Ich habe heute Haare gewaschen und sie nicht wie sonst mal wieder gelockt. Es ist komisch, früher habe ich meine Haare nie mit Hitze bearbeitet oder ganz selten eben Locken gemacht. Und jetzt fühle ich mich komisch, wenn ich meine natürliche Struktur habe. Aber es ist okay. Ich will bloß nicht, dass mein Haar sich dann denkt, immer wenn du es jetzt nicht machst, sehe ich extra doof aus. Anyway, heute ist ein sehr regnerischer Tag. Ich habe heute so viel Online-Präsenz-Sachen, also drei hintereinander bis 16 Uhr. Ich habe dafür keine Worte, keine Lust, keinen Bock. Hab bessere Sachen zu tun, aber it has to be. Eine schöne Nachricht gab es, beziehungsweise eine traurige Nachricht gibt es noch. Gestern auf dem Weg zum Einkaufen habe ich, wahrscheinlich beim Aufsetzen meiner Maske, meinen einen Ohrring, der so Leopardenmuster war, verloren. Ich muss den Weg heute nochmal abgehen. Das macht mich irgendwie richtig traurig, weil ich mochte die so gern. Anyway, aber die schöne Nachricht ist, mein Freund hat eine Wette verloren und die Wettschulden waren ein Kasten Cola. Und Mio Mio ist so meine liebste Cola. Keine Werbung, ich werde dafür nicht bezahlt. Aber jetzt habe ich hier einen Kasten Cola. Cola ist nicht gesund, Leute, aber leider geil. Ich bereite mich gerade mal in der letzten, also ich habe jetzt eine halbe Stunde zwischen dem einen Seminar und dem anderen Seminar. Es ist so verrückt. 11 Sitzungen gab es, das heißt 11 Wochen. Es ging vorbei wie im Flug. Und heute mussten wir schon vorstellen, über was wir in der Hausarbeit schreiben sollten. Und ich hatte überhaupt keine Idee. Und jede Person, 30 Personen, haben wirklich gesagt, ich mache über das, ich mache über das. Ich habe mir überlegt, ich mache was mit Achtsamkeit auf Social Media. Irgendwie den Umgang mit Social Media. Vielleicht, und ich mache einen Workshop irgendwie für jugendliche, junge Menschen. Vielleicht passiert das ja wirklich. Oder vielleicht auch mit Tieren dir. Ich wollte euch auf jeden Fall kurz was zeigen. Ich habe nämlich einiges zugeschickt bekommen von euch. Einmal hat mir die liebe Laura ohne große Worte ein paar Sticker von Peter geschickt, die ich nur so unterschreiben kann. Gibt zu denken. Ich muss die Frage, wo ich sie hinhänge. Irgendwo in der Stadt wahrscheinlich. Weil Leute müssen es mehr wissen als ich. Und sie hat mir auch nochmal einen guten Tag geschickt. Da freue ich mich sehr, kann ich direkt weitermachen. Ich habe jetzt immer mal abends gemerkt, dass ich mich erstmal sammeln muss und überlegen muss, was ist heute eigentlich passiert, was habe ich erlebt. Und dass mir dann Tagebuchschreiben ganz gut getan hat. Und das ist ja im Prinzip wie Tagebuchschreiben. Es ist nicht so viel, du kannst nicht so ausführlich sein, aber du fasst nochmal zusammen. Okay, ich habe das, das, das und das und das gemacht. Heute zum Beispiel, ich hatte PSP meets PSP, dann hatte ich mein Stufenseminar über Achtsamkeit oder Psychologie. Jetzt habe ich diese Besprechung von diesem anderen Seminar, für das ich mich jetzt noch vorbereiten muss, weil ich wirklich weiß, was da los war. Ich bekomme auch die ganze Zeit E-Mails heute. Ich muss mal meine Mail ausmachen. So. Und da muss ich noch einkaufen gehen. Yadi, yadi, yada. Tiendir, Podcast auch machen und schneiden noch. Ja, auf jeden Fall, dafür ist das gut. Tausend Dank, Laura. Für beides. Der Autor, also eine der Autoren von diesem Buch, hat mich auf Instagram angeschrieben. Ich schätze Werbung, ich werde aber nicht dafür bezahlt. Er wollte mir das jedenfalls zuschicken. Das ist wie so ein Aufsatz über Covid-19, was in der Krise zählt und irgendwie was können wir vor, während, nach der Katastrophe wissen und wie können wir strategisch handeln. Ganz interessant, werde ich bestimmt auch mal reinschauen. Ja, und sonst war es das, glaube ich, erstmal mit dem Postfachhaul. Jetzt bereite ich mich mal weiter vor. Heute ist absolut kein Feeling mehr, Sefte. Ich muss wieder mehr Haare. Nächstes Mal werden die Haare wieder gelockt, da fühle ich mich besser. Aber vielleicht ist heute auch einfach mal so ein Tag, weil ich
kein Leben habe vor lauter Uni. Und natürlich auch alles nicht das, was ich mir so aussuche. Das ist alles, ich brenne dafür nicht. Wenn es was ist, wofür ich brennen würde, selbst wenn es meine Bachelorarbeit wäre, würde ich gerade lieber machen als den sinnlosen, das sinnlose in Anführungsstrichen andere. Was kann ich gerade dafür? Habe ich gerade keinen Kopf frei. Naja, egal. Leute, das ist sehr hübsch. Ich bin wieder zu Hause, aber es ist noch kein Ende des Tages in Sicht. Jetzt räume ich erstmal meinen Einkauf aus. So, mein Freund. I love it. Ich glaube, ich brauche erstmal ein Glas Cola. So schlimm das auch ist, ich brauche jetzt mal ein Stück Cola. Es darf nicht zur Gewohnheit werden, dass ich jeden Tag hier Cola so flabe. Aber heute ist wirklich so ein Tag, wo andere Leute sagen, heute brauche ich ein Glas Wein. Sage ich. Ich brauche ein Glas Cola. Ja, ich muss jetzt gleich wieder ran. I have no lust, obviously, aber egal. Das Pronto-Seminar, das war so unangenehm. Wirklich höchst unangenehm, weil aus dem Ärmel gefunden. Erstens war der Professor und die Professorin oder die DozentInnen. Und dann hat er am Anfang gesagt, bitte machen Sie doch Ihr Video an, wenn Sie wollen. Und dann habe ich gedacht, okay, mach ich's. Es ist immer geiler, ohne Video für einen selber da zu sitzen. Vor allen Dingen, wenn man nicht so wirklich mitreden kann oder Lust hat mitzureden, obviously. Weil es ist einfach, finde ich, eine Form von Respekt den anderen gegenüber, also vor allen Dingen den DozentInnen gegenüber, wenn du da ein Bild hast und die nicht mit Kacheln reden müssen. Es war Hälfte-Hälfte, also beziehungsweise zwei haben geredet und dann waren noch vier andere und davon hat noch einer geredet, aber die hatten alle kein Bild. Das kann ja auch verschiedene Gründe haben, irgendwie Webcam geht nicht oder. Aber sich dann auch nicht zu melden, ja, ich schätze, das ist irgendwie für Literaturwissenschaft, zumindest bei uns, normal. Ich kriege immer Schluck auf von Cola. Ich kann euch nur sagen, dass ich an euch appellieren möchte, wenn ihr auch solche Online-Seminare oder so habt, macht doch eure Kamera an. Ich glaube, das ist für alle schöner und das ist auch irgendwie ein respektvollerer Umgang. Ja, jetzt war ich einkaufen. Heute ist ja Alnatura Day. Cola tut übrigens sehr gut gerade. Mega der Regen draußen. Bei Alnatura, und das gibt es vielleicht auch in anderen Bioläden, aber gibt es jetzt so Trockenprodukte, sowas wie Mehl, Quinoa, Reis, Rohrzucker, Linsen. Das alles gibt es jetzt in kleinen Pfandgläsern. Ist echt nicht billig, aber ich liebe es natürlich komplett. Ich habe jetzt nichts davon gekauft, weil ich gerade nichts brauchte davon. Aber meinen nächsten Quinoa kaufe ich definitiv mal da. Optimal ist natürlich, wenn du in deinen kleinen Unverpacktladen gehst, den ich ja auch habe. Aber manchmal ist man einfach so, also ich war da ewig nicht mehr, weil das für mich gerade, wenn ich so eine stressige Zeit habe, ist es für mich einfach besser mittwochs in Alnatura. Einfach alles in den Einkaufswagen und raus. Und Unverpacktladen ist immer so ein Akt. Ist ein schöner Akt, aber es ist ein Akt. Ich rede die ganze Zeit mit euch, ohne auszupacken, was eigentlich mein Ziel war. Ich stelle euch mal um. Sorry, dass die Vlogs auch absolut nicht mehr lang sind. Es ist einfach dem geschuldet, dass ich die ganze Zeit andere Sachen zu tun habe. Aber naja, oder es gibt nichts zu reden. Das ist natürlich auch ein Grund. Es ist auch einiges im Angebot, zum Beispiel Mango. Ich habe auch gerade im Bus, in der Bahn, überlegt, dass ich mich freue, so diesen Job dann vielleicht zu haben bei meinem Professor. Weil, wenn du ein Einkommen hast, keine Ahnung, 10 Euro die Stunde, und ich arbeite dann irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Stunden die Woche, aber vielleicht 10 bis 15 Stunden die Woche, vielleicht auch mehr, I don't know. Aber auf jeden Fall, ich kriege einfach für jede Stunde, die ich arbeite, 10 Euro. Und das ist eine so schöne Vorstellung, weil als YouTuberin, ich habe ja letztens schon über Geld geredet, aber ich arbeite halt so viel für lau sozusagen. Also es ist ja gefühlt arbeite ich 24 Stunden am Tag. Das ist übertrieben, aber wisst ihr, was ich meine? Ich habe dann irgendwie so eine Absicherung, die mir sagt, Nora, auch wenn du mal keine zwei Videos die Woche machst oder nicht mal ein Video die Woche, du hast trotzdem noch ein Einkommen. Weil jetzt
Manchmal fühle ich mich nicht nach YouTube, aber ich mache trotzdem ein Video, weil ich mir denke, du musst es machen, sonst kriegst du weniger Geld. Und das ist irgendwie die falsche Herangehensweise. Deswegen bin ich froh, wenn ich dann irgendwie einen kleinen Job habe. Ich mache mir heute Abend ein kleines Curry mit Gemüse und Kartoffeln kommen noch rein. Da freue ich mich drauf. Und Reis. Diese Schale habe ich gestern auf der Straße aufgegabelt. Und so eine kleine süße Vase, wartet mal. Die hier vom Sperrmüll, ist die nicht süß? Das passt so gut zu diesem Schild. So, ich trinke jetzt meine Cola aus und dann setze ich mich zurück an den Laptop. Et voilà, voilà, voilà. Mein schönes gelbes Gemüsecurry mit Milchreis. Aber herzhaften Milchreis. So, Milchreis ist ganz normaler Reis, Leute. Er ist schön billig, deswegen nehme ich immer ihn. Und dann sind Kartoffeln drin, Möhre, Zucchini, Pilze, Zwiebeln und Knoblauch. Wisst ihr, warum ich euch immer so auch mein Essen zeige? Das habe ich jetzt gerade bloß gedacht, einfach so, um euch so zu inspirieren, gesund zu essen. So gesund essen, ich liebe das. Gesund essen muss nicht kacke sein. Und man muss sich auch nicht nur gesund ernähren oder gesund ertrinken. Das ist kein Wort. Aber ihr seht ja, ich trinke auch Cola. Aber es macht einfach auch Spaß, es ist schön, es tut dem Körper gut. Ich freue mich jetzt so doll auf dieses Curry. Ja, und wenn ich das so ein bisschen in euch hervorkitzeln kann, indem ich euch irgendwie meine Salate oder mein Abendbrot immer mal zeige, dann freue ich mich natürlich. Das nur so nebenbei. Es ging heute schon sehr früh los. Mit der Besprechung, weil ab heute, oh mein, ich kann es nicht glauben, aber wir lesen ab heute unsere Bachelorarbeit Korrektur. Machen das Lektorat. Lesezeit steht da, 4 Stunden, ich glaube, es dauert länger. Ich fange jetzt auf jeden Fall an. Man muss ja auch hochkonzentriert sein, damit man da auch alles entdeckt. Ein Glück ist mein Schreibtisch so aufgeräumt, ich lieb's. Ja, ich habe schon mit der Türkei telefoniert und mit der Sekretärin, weil wir das abgeben können, also ob sie da ist. Und ich freue mich ein bisschen auf den Tag, weil ich halt heute nur mal ein was mache, und zwar Bachelorarbeit kontrollieren. Ich mache nicht 7 Sachen nebenbei, sondern heute wirklich nur in diesem Dokument und es lesen. Ich freue mich drauf, tatsächlich. Mit diesem Instagram-Filter, deswegen benutze ich ihn jetzt einfach mal. Ich habe jetzt Schluss gemacht für heute mit Kontrollieren, weil man muss auch on top of the game hier oben drin sein. Und die Zeit verging heute richtig schnell. Es ist schon nach 16 Uhr. Ich lese jetzt ein bisschen. Bin schon halb durch mit dem Buch. Das ist so ein typisches Buch, was ein bisschen Regenbogen. Was man so ganz schnell durchliest. Und dann kommt mein Freund, dann geht er einkaufen. Ich lieb's. Ich überlege die ganze Zeit, was ich noch irgendwie Nettes zum Nachmittag essen könnte. Ich habe am Montag meine Kekse gebacken und alle 6 auf einmal gegessen. Vielleicht mache ich das jetzt auch. Fokus? Ja. Leute, ich habe gerade ein Paket bekommen von der New Company und ich weiß, was es ist. Keine Schokolade diesmal. Sie haben nämlich was Neues rausgebracht. Und ich bin selber sehr gespannt. Ich habe noch nichts davon gegessen. Ich werde es jetzt auch gerade in diesem Moment noch nicht essen. Ich will euch nicht meine Adresse zeigen. Deswegen muss ich hier ein bisschen heimlich sein, weil ich jetzt gerade ein geiles Essen mache. Sieht man's? So. Besser ist das. Oh mein Gott, sogar ein Beutel oder sowas. Liebe Nora, hab viel Freude, Genuss mit unserer Neuheit und zeig uns auch gerne deine Reaction beim ersten Biss. Da müsst ihr dann bis morgen warten. Das wird dann wahrscheinlich mein Pick-me-up während der Bachelorarbeit. Was steht da? I support planet Earth, not Mars. Das ist ja lustig.
Ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's. Da, wahrscheinlich spielen die auf Maßregel an, oder? Irgendwie sowas. So. Nämlich hat New Cow, was noch rausgebracht, oder The New Company besser gesagt, New Seed, The Natural Brain Food Bar. Also, das ist ein Riegel. Ich bin so gespannt. Ohne Plastik natürlich. Drei Sorten. Brownie! Oh mein Gott, ich lieb's schon jetzt. Hemp Seeds und Nut Butter. Carrot Cake. Ist nicht im Fokus, du kannst mit mir reden, ne? Ich kann schneiden. Und Hazelnut Vanilla. Oh mein Gott, das klingt alles so geil. Ich würde es jetzt sehr gerne essen, aber ich warte bis morgen, weil man muss auf sowas auch richtig Bock haben. Man muss es nötig haben. So sehen die drei aus. Ich habe diesmal für euch, das haben sie in der Mail geschrieben, 30% Rabatt. Nicht nur 10, sondern 30. Ich schreibe hier irgendwo hin, wo mein Link ist. Mein Freund lacht hinter der Kamera. Wir gucken gerade immer Jeremy mit Fragrance. Hallo, meine lieben, sexy, hübschen, süßen Zuschauer. Ihr bekommt bei mir 30% Rabatt. Kompostierbar, ohne Plastik, nur gute Inhaltsstoffe. Auf Hanfsamen basieren die. Ich bin super excited und immer dankbar, dass ich mit Nukau arbeiten darf. So, jetzt mache ich weiter essen. Guten Morgen, Leute. What a morning. Heute früh. Ihr seht es nicht richtig. Wie geil ist das? Da sind... Oh. Ich muss jetzt in Zoom call. Ich wollte euch Touches sagen. Dann gehe ich jetzt mal in den Zoom call. Ja! So, jetzt. Ein Telefonat später. Ich wollte euch eigentlich nur Tschüss sagen für diesen Vlog. Achso, ich wollte euch noch meine Fensterschutzsachen zeigen. Ich weiß nicht, wie sehr das euch interessiert, aber mich macht das sehr glücklich und es ist cool, weil ihr seht es vielleicht seht ihr es auch nicht, aber man kann halt durchgucken. Es ist wie, wenn man in der Bahn sitzt und sozusagen da irgendwie eine Werbung ist und man rausguckt. Also es ist wie so ein schöner Filter. Und es kann natürlich gut sein, dass es überhaupt nichts bringt und dass die Hitze hier trotzdem mega durchscheint, aber ich denke positiv und ich hoffe nicht. Das heißt, ich habe ein ganz neues Lebensgefühl in dieser Wohnung. Eine schöne, kühle Dachgeschosswohnung, auch im Sommer. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten gibt es für mich, glaube ich, nichts mehr. Der Fokus will auch immer nicht so, wie ich hier will. Ansonsten gibt es für mich, glaube ich, nichts mehr zu berichten. Ich setze mich jetzt weiter an die Bearbeitung von unserer Bachelorarbeit. Und im nächsten Vlog, wenn ihr ihn seht, habe ich sie schon übergeben. Wir geben sie Dienstag in den Druck und Mittwoch ab. Halleluja! Also bis dahin. Tschüss.